Leute, seitdem ich YouTube angefangen habe, wollte ich schon immer ein Video über die türkische Liga machen. Aber ich hatte nie so richtig so diese, keine Ahnung, kennt ihr das? Ihr wollt ihn einfach nur kaputt schlagen, aber ihr habt keinen Grund. Und ihr braucht einen Grund. Und diesen Grund habe ich jetzt in der türkischen Liga gefunden. Und ich fange mal ganz einfach an, wie das auch jeder erwartet von euch. Ich ficke nicht Gala. Ich ficke Fener. Ist den hier? Das ist einer von den Stimmern von Fener. Die machen letzte Sekunde Tor, holen uns 3 Punkte und dann sichere Spiele gegen irgendwelche neuen Mannschaften treffen die nicht. Und dann, warte mal, und dann sowieso Puls auf 1.080.000, ne? Und dann sehe ich so ein Spiel, wo Gala das Spiel geschenkt bekommt. Ich schwöre auf alles, kein Gala-Fan kann sagen, dass dieses Spiel nicht geschenkt war. Ich sag nicht, dass Schicke war von Gala, ne? Aber es ist einfach 100%, dass die Gegner von Gala, die wollten nicht gewinnen. Das ist 100%. Es kann sein, okay, Gala hat nichts damit zu tun, ne? Ich will auch nicht sagen, dass, okay, ich habe gepostet, das Schicke, ne? Aber einfach just for fun, Digga, ihr wisst doch, einfach gegenseitig provozieren. Aber es ist 100%, diese Mannschaft wollte nicht gegen Gala gewinnen. Ich schwöre auf alles, ich schwöre. Guck mal, ich schwöre drauf. Ich gehe jetzt in die Sünde, wenn es falsch ist. Aber ich weiß, es ist nicht falsch, weil es stimmt. Allein der Manager von dieser Dings hat das, der Präsident von der Mannschaft hat gesagt, wenn wir nicht Meister werden, soll Gala Meister werden. Junge, ich sag's in einem Video, Mann. Ich rede zu viel, Leute. Ich will mal den Leuten einfach mal zeigen, das Tor von Snyder gestern. Leute, ich hoffe, ich schwöre, ich wünsche mir gerade, dass voll viele deutsche Zuschauer bei mir sind. Damit, und wenn nicht, dann zeigt es mal euren deutschen Freunden, bitte. Junge, guckt euch mal den Torwart an. Ja, jetzt kommt diese Ausrede von Gala-Fans. Hä? Bei Fener ist dasselbe doch auch passiert bei manchen Torwitten. Das verstehe ich sowieso. Und diese Argumente von Gala-Fans verstehe ich ehrlich nicht. Oder wenn ein Fener-Fan überhaupt redet, heißt es die ganze Zeit Schicke, Schicke. Okay, sagen wir, ein Fener-Fan sagt Schicke Galatasaray. Der Gala-Fan sagt, kommt mit dem Argument 100%. Er kommt nur mit dem Argument, Junge, rede nicht von Schicke, ihr seid die größten Schicke-Mannschaften, ne? Okay, was wollt ihr gegen einen Besiktas-Fan sagen? Wenn ein Besiktas-Fan sagt, Gala hat Schicke gemacht, was wollt ihr gegen ihn sagen? Okay, da werdet ihr auch noch was finden, ne? Aber was macht ihr jetzt, wenn irgendein deutscher Lehrer, der mit Fußball gar nichts zu tun hat, er sagt, Dings, also ganz klar, dieses Spiel ist gekauft. Was wollt ihr gegen ihn sagen? Ihr könnt, außer, du bist Lehrer, Junge, geh mal weiter deine Schulbücher verkaufen, rede nicht von Fußball, außer das könnt ihr gar nicht sagen. Diese Argumente fucken mich einfach nur ab, dass ihr gegen uns nur sagen könnt, ihr habt selber Schicke gemacht. Ohne Sinn. Das ist so wie im Kindergarten, ihr streitet euch mit einem Kind, ja, aber er hat mich auch gehauen, er hat mich auch beleidigt. So ohne Sinn, wieso beleidigst du zurück? Das heißt doch nur, das zeigt doch nur, dass du auch den Fehler gemacht hast und dass es auch Schicke ist. Das ist doch kein Argument, Digga. Finde doch ein Argument, dass es kein Schicke ist. Aber scheiß mal auf diese Torwart. Der Torwart, dass das der größte Hurensohn ist. Und ich sag Hurensohn, ist mir egal, ob ich seine Mutter nicht kenne. Hurensohn ist einfach die schlimmste Beleidigung. Deswegen muss ich zu ihm Hurensohn sagen. Junge, was ist mit dem Stürmer passiert? Mit dem Ex-Stürmer aus Galatasaray? Gucken wir uns die Szene mal an in der letzten... Das ist doch... Ich rede nicht darüber. Nein, Digga, ciao. Und an die Leute, die jetzt sagen, Merk, du Bastard, nur weil du Fener-Fan bist, willst du Gala-Fan, Gala runtermachen. Ey, Junge. Wie oft habe ich Gala respektiert? Als Gala, Junge, als Snyder-Fener 2-0 gefickt hat, ich war der einzige Fener-Fan auf der ganzen Welt, der ein Video gemacht hat, okay, ich muss akzeptieren, Snyder hat uns gefickt. Und jetzt mache ich mal ein Video, wo ich nicht mal, ich rede nicht mal gegen Gala. Wo rede ich hier gegen Gala? Ich rede nur gegen diese Gala-Fans, die ganze Zeit Schicke, Schicke sagen. Junge, soll ich mir 100 Jahre lang anhören, dass Fener die größte Schicke-Mannschaft ist? Was ich sowieso nicht verstehe, wenn wir Schicke gemacht haben, wieso wurden wir nicht in die zweite Liga abgedings? Wie in Dings, in Italien, die ganzen Mannschaften wurden direkt zweite Liga reingestuft. Wer irgendwie Betrug macht, wird direkt in die zweite Liga. Bei Fener Europasperre.
Wieso werden wir nicht in die zweite Liga reingetan? Fener wollte doch sogar in die zweite Liga. Wieso nicht? Ja. Was meinst du, wieso nicht? Wegen der ganzen Geldsache, Digga. Na, die Bastarde haben noch kein Geld. Deswegen, weil Fener noch zweite Liga ist, guckt keiner mehr Dings. Digi-Türk holt sich keiner mehr den Scheiß. Dann gehen die erst recht pleite, die Bastarde. Hurensöhne. Ich fick die türkische Liga, Mann. Ich kann die türkische Liga doch nicht ernst nehmen, Digga. Allein, wenn ich sowas sehe. Motta geriye doğru. Top Donk'un elinde. Evet, şimdi ortaya doğru çevirdi. Gol pozisyonu da. Evet, çok ilginç bir pozisyon sevgili. Hatırlamıyorum Gökhan. Şimdi bak bu topu aldı. Top elinde. Daha önce almıştı o topu zaten. Şimdi ceza alanı içinde topu at. Ich schwöre, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Mann. Die türkische Liga ist die größte Hurensohn-Orospo-Amanach-Siktimin-Liga. So Göttliga, so Hurensohn-Liga. Man kann einfach nicht machen. Das Schlimme ist, so, es gibt nichts dieses Neutrale. Es gibt nicht wie bei Deutschland, man ist Wolfsburg-Fan und man wird nie beleidigt. Oder man ist München-Gladbach-Fan, man wird einfach nie beleidigt. Einfach, du bist Fan von einer Mannschaft, keiner hat was gegen dich. In der Türkei, wenn du Galler-Fan bist, wirst du gehasst. Wenn du Fener-Fan bist, bist du gehasst. Ich fick diese Liga, ich schwöre, ich kann diese Liga nicht ernst nehmen, Leute. Was soll ich dazu sagen, Mann? Wie auffällig kann eine Mannschaft sein, Digga? Es muss ja... Leute, wie gesagt, es kann... Gala muss nicht schicke gemacht haben, aber diese Mannschaft zu 100%, die wollte nicht gewinnen, Digga. Was macht die da? Abwehr geht einfach zurück. Die machen einfach Platz, Digga. Was ist das? Haben die Gehirnschaden bekommen, alle drei auf einmal oder was? Ich könnte jetzt 100 Beweise holen, wo Fehlentscheidungen für Fener gepfiffen wurden, aber das ist so unnötige Diskussion. Ich will einfach nicht unnötig diskutieren. Ich wollte einfach nur wegen diesem gestrigen Spiel und einfach nur, weil... Das fuckt mich ab, wenn ich irgendwas poste, direkt 100 Leute sagen, Mert, heul nicht rum, Fener ist die größte Schicke-Mannschaft. Verpisst euch, Digga. Ist das euer einziger? Stell mal vor, ich wär Bayern-Fan. Was wolltet ihr dann sagen? Wenn ich nicht mal Fan bin, was wolltet ihr dann? Was hättet ihr dann für ein Argument gegen mich, wenn ich sage, Gala ist schicke? Was hättet ihr für ein Argument gegen mich? Das frage ich mich einfach nur. Einfach hellerlosen, Digga. Du weißt doch, wenn man Harampara macht, irgendein Drogendealer macht Harampara, aber er gibt es sozusagen für seine Familie aus, deswegen sage ich zu seinem Harampara so hellerlosen. Und Gala wird Meister. Ist für mich in meinen Augen so, Haram sind die Meister geworden. Aber ich sag, okay, soll Hellal werden, soll umgedreht werden, Gala-Meisterschaft. Wir wissen nicht mal, ob Gala Meister wird, aber sieht sehr gut aus für euch. Ich schwöre, ich wünschte, Fener wäre jetzt an Galas Stelle und Gala genau diese Sache, dass... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich frag mich nur, was passiert wäre, wenn die Gala-Fans Fener-Fans wären. Und Fener hätte sozusagen dieses Tor reingemacht und diese letzte Sekunde wäre bei Fener passiert. Ich schwöre auf alles, Fener wieder Manipulation, ganze Zeitung gegen Fener, wir würden 10 Jahre Europa-Dings-Sperre bekommen. Aber egal Leute, ich sag dir, unnötige Diskussion. Ich schwöre auf alles, ich wünschte, ich wäre Bayern-Fan. So vom Herzen, ihr wisst doch, man kann Bayern-Fan werden, aber dann ist man das nicht von Herzen. Aber ich wünschte, ich wäre richtig so geborener Bayern-Fan. Dann wäre ich einfach immer glücklich. Ja Leute. Haut rein. Diese Woche sogar noch kommt noch ein Video. Also die Tage. Ciao.